möchte mal vielleicht ganz kurz meine Begrüßung kurz nach oben halten für Sie, liebe Festgäste. Es war eine kleine Bastelarbeit gewesen. Welcome. Dann habe ich ja Unterhosen entwickelt im Lockdown, möchte ich auch kurz mal vorstellen, und zwar für alle Opel-Fahrer. Weil Opel-Fahrer haben oft einmal ein geringes Selbstwertgefühl. Wenn sie an der Ampel stehen und neben einer kommt der Porsche oder ein BMW zum Stehen, dann denkt sich der Opel-Fahrer, mei, ich habe nur ein Opel, gell. Und da habe ich jetzt eine ganz tolle Sache, und zwar für die Psychologie. Ich habe Unterhosen entwickelt mit einem hohen Stretchanteil für alle Opel-Fahrer. Und da steht drauf vorne, Rüsselsheim. Und was glaubst du, was du da für einen Kickstart hinlegst, verstehst du? Jeder Musiker, das ist unbestritten, liebe Gäste, jeder Musiker träumt in seinem Musikerleben davon, dass er mal sowas Ähnliches hat wie ein paar Hits. Und ich selber habe also auch schon einige Hits. Also gerade im Sommer habe ich eine wahnsinnige Hits. Und ich möchte euch ganz gerne mal die Hits vorstellen, die alle von mir sind, aber jetzt im Original. Ich war beim Camping in Las Vegas, es klopft am Zelt, ich sag herein. Es war Antonio Banderas, mein Nudelsieb wollt er sich leihen. Ich sag yes, baby, you can lie my sire. Mein Sire ist Ferrari rot, drum ist die Leihgebühr sehr teuer. Es lag ein weißer Hai mit Schiss beim Zahnarzt drum. Er hatte Schmerzen im Gebiss und nur darum macht er sein großes Maul weit auf, er machte ah. Der Zahnarzt sagte, alles klar. Sechs Plomb, sechs Plomb, du brauchst sechs Plomb. Der Kariesteufel hat bei dir eingeschlagen wie a Bomb. Sechs Plomb, sechs Plomb, du brauchst sechs Plomb. Der weiße Hai, er braucht sechs Plomb. Manchmal brauche ich's, dann muss es sein, setz mich in die Kabine rein, schmeiße Münzen in den Schlitz und werd schwach, weil ich's mir gerne mach. Ja, ich mache mir Passbilder, 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 ich mach Passbilder, ich mach Passbilder. Der Löwenmann sagt zur Löwenfrau, ich hab überm Auge ein Auer. Was ist da los, sagt die Löwenfrau, erklär mir das genauer. Mir tut die Wimper weh, 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 die Wimper weh. Mir tut die Wimper weh, die Wimper weh. Es klappert die Miele am laufenden Band, klipp, klapp. Ich schau in die Trommel, das ist interessant, klipp, klapp. Da ist der Chihuahua, den ich schon lang such. Bei Paris Hilton war heute zu Besuch. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Beim Urologen liege ich leicht gebogen auf der Liege. Ich weiß, was ich bei der Vorsorgeuntersuchung von ihm kriege. Po Finger. Hast du in der Bäckerei kleine Mäuse, die krabbeln gern in den Teigtopf rein und ihre feine Scheuse bringt Abwechslung rein. Hey, Mäusekot, Mäusekot, schmeckt doch mal im Roggenbrot. Mäusekot, Mäusekot, schmeckt doch mal im Roggenbrot. Er überraschte sie zu ihrem Hochzeitstag und war gespannt wie er, ob sie die Überraschung mag. Er sagt sie dir was Hübsches an, wir gehen heut lecker aus. Sie machte Augen, denn er fuhr zur Tanke raus. Ich hoff, du freust dich, Schatz, wenn ich mit dir bei SOS.
Der Uhu sagt zum Patex: Eins kriege ich nicht gerafft, dass man es als Kleber bis ins Heute-Journal schafft. Ich möchte Ihnen noch eine Geschichte erzählen von einer Reise, die ich unglaublich genossen habe, weil ich reise wahnsinnig gern. Und das Liebste sind, ehrlich gesagt, Reisen auf Inselgruppen. Also das ist für mich sowas Wunderbares, so Inselgruppen zu besuchen. Also wir waren zum Beispiel schon auf die Eskapaden, auf die Hämorrhoiden waren wir schon drüben, auf die Stilistiken sind wir rübergefahren. Und, aber mit die Schönste war tatsächlich, da waren wir auf die Spirituosen. Und wir haben uns das so gut verstanden, haben wir gesagt, wenn wir schon mal da sind, dann machen wir da gleich unsere Literwochen. Wir wohnten da in einem Felsenhotel, direkt unser Rockstar, es ist runtergegangen, habe ich gesagt, das ist Aperitif. Klamotten habe ich nicht viel dabei gehabt, nur einen kurzen Bommelunder und ein Jeans auch noch. Ein Jeans auch noch. Da sitze ich auf zwei Tage da für so einen Gag. Mit dabei war der Jack. Der Jim, Wie? Der Johnny, Morgen. Und der Kai, Pflaume. Also vier Kai waren mit dabei, ja? Kai Pflaume, Kai Pirinja, Kai Piroschka und der Keine Ahnung. Zwei Tage später kam Pari. Wir nannten uns die Selbsthilfegrapper. Gehe ich in den Waschraum, schon drehe ich das Wasser auf, stell's auf warm, weil ich vertrage das Frische nicht. Dann sehe ich, da unterhalb vom Waschbecken liegt ein federweißer Papagei aus Jamaika rum. Sag ich zu dem Papagei, was soll das? Sagt zu mir der Papagei, du siehst doch, dass ich brüt. Dann sage ich, aber beeil dich, weil sonst mache ich jetzt deine Eierlikör. Ich schaue aus dem Fenster und sehe, wie ein Gärtner faul im hohen Grase liegt. Denke ich mir, Mensch, wieso mäht er nicht? Ich habe ihn dann geschüttelt, aber er hat sich nicht gerührt. Neben ihm lag eine Gießkanne und eine leere Flasche Gin. Denke ich mir, ah, das ist also diese Gin-Gießkanne. Ich las in ein paar Zeitungen, große Wasserschäden in mehreren Behörden. Stellt sich raus, dass immer noch 6 Ämter tropfen. Dann berichten sie von einem Komponisten, der verfolgt wird. Riesenmenschenmenge jagt mit glühend heißen Feuerzangen Bohlen. Ich machte einen Strandspaziergang, waren nicht viele Leute unterwegs. Ein paar Kardinäle und wer kommt da um die Ecke, ist die Maria Krone. Ich dachte, schnappst du aber Brandy nicht. Ja. Ich wollte mich kurz vorstellen, grüß Gott, schon wie gesagt, mein Name ist Röder. Ich, sagt sie, ich hasse Röder. Entschuldigung, wenn ich Sie anspreche, Sie gefallen mich, hätte gerne ein Kind von Ihnen. Um Gottes Willen, was für ein Kind denn? Also ich finde ein Söhnlein brillant. Solche Männer wie Sie kenne ich schon, das sind die typischen Jägermeister. Wissen Sie, was ich vermut? Wissen Sie, was ich vermut? Solche Männer wie Sie, Gram an jeder Frau rum. Und haben am Ende keinen Droh. Und wenn dann einen Kümmerling. Hey, hab ich gesagt, Sie blöde Hennessy. Dann bleibt halt mein Henkel trocken. Darf ich Sie wenigstens nach Hause bringen? Danke, ich nehme Taxa. Dann soll ich Ihnen eins rufen? Oh, das ist ja nicht, Dankeschön. Wissen Sie, hab ich gesagt, ich nehme das Leben ja, wie es kommt. Das ist ja bei mir so Usu. Also ich bin fertig. Die Gesellschaft, denkt man sich, wenn man die Werbung anschaut, die ist ja unglaublich jung. Ne? Also wenn man die Werbung anschaut, überall sind hübsche, junge Leute in der Werbung. Nur irgendwie, wenn man dann irgendwie so kurz vor den Nachrichten, ist immer so eine Werbung so mit Darmverschluss, Kitschimea, Reizdarm. Da kommen dann wieder ältere Leute vor, weißt? Und eine Werbung, die ich auch, die mich wirklich richtig triggert, sagt man doch in der Psychologensprache, die mich eigentlich auch unglaublich aufregt. Da habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie man diese Werbung einmal ein bisschen anders präsentieren mir so, oh, Kerl, ich habe so Seidenstecher. Oh, von meinem Müsli. Oh, Kerl,
Seidenstecher-Müsli. Oh, Kerl, das tut auch dir gut. Und das neue Hanföl von Seidenstecher. Oh, ich kann kotzen. Jetzt haben wir uns quasi beschäftigt mit der älteren Generation. Jetzt möchte ich natürlich auch ein bisschen was über die sehr junge Generation machen. Über diese Menschen, die sozusagen jetzt gerade in so einer Zwittersituation sind zwischen Kind und Erwachsenwerden, nämlich die pubertierenden Menschen in dieser Gesellschaft. Und es ist ja auch wirklich keine leichte Situation. Ich meine, stellen Sie sich das vor. Der Körper und der Geist, sie verändern sich. Die Metamorphose, ja, man riecht anders. Und merkt es oft gar nicht. Und auch zum Beispiel Mädchen in der Pubertät, ne, wo man sagt, ja, also, aber die sind oft viel krasser drauf, nur wie Jungs. Ja. Also die beschimpfen sich gegenseitig als Tussis. Und ja, zu Hause hören sie überhaupt gar nichts mehr. Die Tinnitussis. Ich habe ein Lied geschrieben über dieses Klientel. Das möchte ich Ihnen gerne vorspielen. Ein Lied mit dem Titel Pubertier is in the house. Ich bin nicht dafür geboren, sauber zu machen. Da kann ich nur lachen, ich schmeiß meine Sachen. Fett und das Bett, das ist das Beste. Gammelige Socken, Pizzareste. Bei mir sieht's aus wie Sau, aber ich will mich nicht bücken. Ist auch nicht so schlimm, ich seh noch ein paar Lücken. Meine Alten machen Stress, ich frag mich warum. Bei mir kannst du vom Boden essen, so viel liegt drum. Ich bin ein Streufelderzeuger im Schlampodrom. Heiliger Schlendrian, sei mein Schmutzpatron. Es dauert nicht mehr lange, noch ein paar Mal pennen. Dann werden sie eine Staubschicht nach mir benennen. Ich bleib geschmeidig, lass mich nicht stressen. Ich hab die Weisheit mit riesigen Löffeln gefressen. Mir gefällt's in meiner Welt, ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Das Leben ist schön in meiner Rumpelkammer, Vollpension im Hotel Mama. Stör mich nicht, wenn ich chill. Für mich ist Wischen impossible. Manchmal schieß ich Pickeligel auf den Badezimmerspiegel. Ich komm später ganz groß raus. Pubertier is in the house. Pubertier is in the house. Und sieht vielleicht auch nie mehr aus. Will unterm Kopfhörer rufen, bin zu höheren Berufen und die Götter, die mich schufen, rufen mir zu. Du bist der Erste, dem weltweit im Liegen gebratene Tauben in den Mund reinfliegen. Ich spiel Konsole und scheiß auf Mathe. Bald steht ein Oscar-Regisseur vor meiner Hängematte. Er will einen Film über ein Faultier machen und schmeißt mir Millionen in den Rachen. Will auf der Couch powern und die bedauern, die über Bücher kauern und nach Wissen lauern. Doch ich chille im Bett und lach mich schlapp, weil ich schon lang meinen Bachelor-Abschluss hab. Vater, schreit mir Dinge zu. Hey du, mach dies, mach das, wozu? Mir gefällt's in meiner Welt, ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Das Leben ist schön in meiner Rumpelkammer, Vollpension im Hotel Mama. Stör mich nicht, wenn ich chill, für mich ist Wischen impossible. Die Welt muss mein Genie verkraften. Wo sind die Mädels, die mich entsaften? Ich komm später ganz groß raus. Pubertier ist in der Haus. Ordnung ist das halbe Leben. Der andere Teil ist mir gegeben. Will nicht auf meinem Grabstein lesen. Außer Besen nix gewesen. Das ist die Stimmung in Ebersberg hier, Wahnsinn. Liebe Festgäste, verehrter Jubilar, ich
bin selber ja auch sehr gerne immer im Kino gewesen. Ich hoffe, irgendwann einmal geht es dann auch wieder mal normal weiter. Und ich bin als Kind schon gerne ins Kino gegangen. Mein erster Film war Winnetou. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich würde gerne mal, weil ich einfach die Schauspielerei so total spannend finde und so viele Filme so gut, ich möchte mal versuchen, möglichst viele Film-Kinoklassiker in eine ganz kurze Zeit hineinzupressen. Sozusagen so eine kleine Revue. Und ich versuche jetzt mal 123 Filme in etwa 6 Minuten auf Sie zuzuschleudern. Ich hoffe, Sie erkennen den einen oder anderen Streifen. Es geschah am helllichten Tag jenseits von Afrika und nur die Sonne war Zeuge, als im Himmel über Berlin die Vögel mit Speed über ein Kuckucksnest flogen. Einer der Vögel wurde vom Winde verweht. Wollen Sie wissen, welcher? Der Star Wars. Auf dem Planet der Affen kreiste eine Fliege um die Rosette eines rosaroten Panthers. Das kleine Arschloch. Derweil machten die 12 Geschworenen zusammen mit Hannah und ihren Schwestern seit 9,5 Wochen Ferien bei Monsieur Hulot und bewunderten Bonnie und ihr neues Kleid. Sie kaufte es für eine Handvoll Dollar, als aus einem Taxi 3 verwegene Gestalten in der blauen Lagune auftauchten. Dr. Zhivago als der große Blonde mit dem schwarzen Schuh und die Blues Brothers mit ihren Supernasen. Zhivago reiste seit 80 Tagen um die Welt und suchte nach einem englischen Patient, der sich am Freitag, den 13. kurz vor einer Untersuchung im Apartment seiner Firma mit der Akte über das Fenster zum Hof zuerst nach Casablanca absetzte und seit einem letzten Tango in Paris auf der Flucht verschollen war. Zhivago kam geradewegs aus Metropolis und war ein American Gigolo mit French Connection, der sich im Saturday Night Fever auch gern mal einen Wolf tanzt. Im Grunde aber war er verdammt in alle Ewigkeit, denn er sah eher aus wie ein Zombie, der 20.000 Meilen unter dem Meer eine verhängnisvolle Affäre mit einem Fisch namens Wanda hatte. Während sich eine winzige Shortcuts auf dem heißen Blechdach ihre Tarzan verbrannte, bauten am Strand die fabelhaften Baker Boys zusammen mit Cleopatra und Sabrina eine fabelhafte Sandburg. Sie verwendeten aber nur feinsten Sand und ließen sich diesen für teures Geld von den glorreichen 7. Plötzlich... Was für ein Schreck, denn eine der zärtlichen Cousinen verfing sich beim Schwimmen mit ihrer Handtasche in einem Oktopus-Godzilla. Alle schauten wie verrückt nach Mary und waren genervt. Ausgerechnet jetzt, kurz vorm großen Fressen, verfängt sich die blöde Kuh in einem Seeungeheuer und sie schrien ihr zu: Hey, stirb langsam! Und weil es wurscht ist, auch noch stirb langsam 2. Jetzt erst recht. Nun war Zhivago gefordert, wie konnte man auch zu diesem Dilemma schweigen? Schon einmal hatte er während einer unglaublichen Reise in einem verrückten Flugzeug das Leben des Brian gerettet. Gehen Sie zur Seite, ich bin Highlander. Das Wasser war kalt, aber die Unbestechlichen feuerten ihn an. Hey, du Ghost, jetzt der Rain Man. Los, bevor die Gondeln Trauer tragen, sonst gehörst du zu denen, man nicht vergibt. Es war gefährlich, weil im Wasser war auch ein weißer Hai nun. Dann die Krokodile, dann die Krokodile, dann die... Doch ein Mann wie Zhivago hat immer Tricks. Hat immer Tricks. Gut, dass ich es nochmal gesagt habe. Und so wie er damals mit dem Klöckner von Notre Dame an 4 Fäusten fern Halleluja gegen Frankenstein gewann, kämpfte er nun wie ein Rambo unter Geiern gegen den Octopussy Godzilla, nur mit einer Top Gun bewaffnet. Er hielt seine Pistole bewusst an die Genitalien und drückte ab. La Boom. Und Mary, sie ist direkt in Ohnmacht gefallen und erwachte nur 48 Stunden später in einem Zimmer mit Aussicht auf den Jurassic Park. Sie lag da Winnetou-si. Und was tut sie? Öffnet ihr Full Metal Jacket und küsst seine nackte Kanone. Ein Ding aus einer anderen Welt. Besser geht's nicht. Mary war begeistert. Du bist mein Glücksritter, ein Gladiator, der es mit mir beautiful meint. Doch als Herr der Ringe bemerkte er nun, dass an seinem rechten Goldfinger einer fehlte. Mary lachte. Ich stahl ihn grad. Ach, das Leben ist schön und so wurde daraus eine echte Love Story. Denn Zhivago war treu und Mary sogar noch treuer. Und er fragte sie, bist du eine Braut, die sich nicht traut oder willst du übermorgen meine Frau werden? Ja, logisch will ich, aber was heißt übermorgen? Übermorgen heißt einfach nur the day after tomorrow. Aber glaub ja nicht, dass ich uns eine Hochzeitsreise in den Dschungel buch. Ja, das Boot. Sich an.
Ihre Hochzeitsreise begann mit einem Frühstück bei Tiffany, ging weiter über Paris, Texas und endete out of Rosenheim. Zusammen mit den schwulen Friseuren Dr. Jekyll und Mr. Hyde öffneten sie in Notting Hill einen wunderbaren Waschsalon. Sie wurden Eltern von Bernhard und Bianca. 2 Jahre später kam noch ein Schweinchen namens Babe. Ja, das sind immer so Geschichten. Aber Hauptsache, alle sind happy. End. Abraham und Betraham. Es sagte mal der Abraham zu seinem Freund, dem Betraham, ich würde so gerne ein Zebraham. Ach Abraham, sagt Betraham, gerade jetzt willst du ein Zebraham, obwohl wir kalten Februar haben. Von mir aus, lieber Abraham, dann rufe ich bei der Betra an, die müsste ein Zebraham. Auf das Geheiß von Betraham rief Abraham die Betra an, die ging ein Apparat gleich dran. Hallo, hier ist der Abraham, mein bester Freund, der Betraham, der sagt, du würdest ein Zebraham. Ja freilich, sagt die Petra dann. Du weißt ja, dass wir Februar haben, ein Zebra braucht es eher warm, das ist egal, ich bin gerade klamm. Das Zebra, das ich bringen kann, steht hinter meinem Paravan, kommt original aus Teheran und ist mit dem Katamaran bis in die hohe Tatra gefahren. Dann stieg's von dort in die Tram, fuhr dann mit der Carrera-Bahn vom Ararat zur Partnerklamm, traf dort den Roger Federer an, der nahm es mit dem Caravan. Und als sie dann in Bebra waren, da kann ich dir nur eines sagen, es stieg von Federers Caravan das Zebra rauf auf meinen Karren, ich gab ihm etwas Leber dran und wusch es ab mit Sakrotan. Was? Was? Sagt drauf der Abraham, das muss ich gleich dem Betraham sagen. Ich bitte dir fürs Zebra dann zum Ausgleich dir mein Drehrad an. Ja, dann kannst du das Zebra haben, mir passt dein Drehrad in den Kram. Ich zurr das Zebra auf den Kran und morgen schaust es dir dann an. Als dann Petras Zebra kam, da freute sich der Abraham. Doch meinte dann der Betraham, das Zebra braucht doch einen Namen. Wie hört sich für euch Barbara an? Doch, da meinte Abraham, ich finde zu dem Zebra passt doch viel besser Deborah. Dann ist doch klar, meint Petra dann, das Zebra kriegt einen Doppelnamen und holte aus dem Ledersack 3 Liter Wein vom Tetrapack. Sie haben, als sie den Wein gesauft, das Zebra Barbara Deborah tauft. Später hat der Abraham nackt die Petra auf den Zebra packt. Der Betraham hat weggeschaut, dem Tetrapack sich anvertraut. Und als der nächste Morgen war, an diesem kalten Februar, lag Petra mit ihrem Wanderbra vor dem Zebra Barbara Deborah am Boden mittendrin im Schlamm vor Abraham und Betraham. Ich möchte gerne einen Reggae spielen, liebe Gäste, mit dem Titel In Afrika, in Afrika. Ei, 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 in Afrika, oh, in Afrika. Wie finden Sie es bis jetzt? Eigentlich ganz pfiffig. In Afrika, da gibt es einen See, da muss ich hin, da muss ich hin. Da muss ich hin. In Afrika, da gibt es einen See. Da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin, hin, hin. In Afrika See. In Afrika See schmeckt auch zu Wurzelgemüse. Ei, 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 in Afrika, oh, in Afrika. In Afrika, in Afrika. Und eine schöne Fee, die schöne Fee heißt Bonenka aus der Ukraine. Die schöne Fee, die Bonenka, triffst du am Morgen an. Und jeder ist so froh, dass wir sie haben, haben, haben. Das ist die Bonenka-Fee. Oh, Bonenka-Fee. Bonenka-Fee schmeckt sehr gut zu Hinafrikasse. Ei, 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 ei. Afrika.
Afrika, in Afrika. Hab ich das schon gesagt, sind momentan gut angezogene. Liebhaber gefragt. Ich fange mal um. In Afrika, hab ich das schon gesagt, sind momentan gut angezogene Liebhaber gefragt. Liebhaber in Langarm-Shirts und Streifen sind modern. Frauen mögen Liebhaber mit Ringelstreifen gern. Sie mögen Ringelpullover. Lover, lover, lover. Ringelpullover. Lover, lover, lover. Ringelpullover sitzen gerne drin im Separé und essen Hühnerfrikassee. Oh, oh, Hühnerfrikassee. Und dieser Abend heute in Wasserburg, in Ebersberg. Natürlich hab ich Ebersberg gemeint. Der war so wunder, 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 wunderschön. Es war einmal im großen, dunklen Schilderwald ein verstecktes Wurzelholz. Dort wohnte in einer alten Rostlaube das kleine Radkäppchen. Radkäppchen wunderte sich, denn sie hatte schon seit über 6 Stunden ein paar Schweinswürstel auf dem Rost liegen, die immer noch nicht fertig waren. Mensch, das ist aber ein kühler Grill. Plötzlich klopfte es an der Tür. Wer ist da? Ich bin es, Katalysator. Oh, Katalysator! Tacho. Radkäppchen, das ist Heizung, mein Hyundai. Sitzheizung. Mensch, das ist aber ein netter Hund. Ja, ich finde ihn auch klasse. Was führt dich zu mir, Katalysator? Nun, ich war heute früh schon auf dem Überrollhügel und genoss den wunderschönen Blick, der sich über das Tal bot. Da höre ich etwas aufholen und stell dir vor, es waren Toyoten. Tja, nichts ist unmöglich. Zuerst dachte ich, schnell fort, die tun was, aber dann war mir klar, der böse Golf war wieder im Wald. Pass also auf, Radkäppchen. Danke für den Tipp. 2 Tage später hatte Radkäppchen fertige Haare. Das lag daran, dass sie immer sehr nahe am Öl stand. Sie wollte sich immer wieder neu auffrisieren lassen und machte einen Termin in der Waschstraße. Und dann lasse ich mir auch die oben liegenden Locken wählen. Machte sich auf den Weg und kam kurz darauf an die Zylinderkopflichtung. Sie hörte ein Geräusch. Kikeriki, super, bleib frei, Kikeriki, super, bleib frei, Kikeriki, super, bleib frei. Aber das war nur der Benzinhahn. Oben auf der großen Wiese standen gerade 300 SL und eine japanische Kuh namens Plung, auch genannt die Kuh Plung. Radkäppchen trank eine Tesla-Tee mit etwas Zitrön. Plötzlich kam voll von der linken Seite der böse Golf. Hallo, gehen Sie doch mal her, junges Käppchen, darf ich fragen, wohin der Weg Sie fährt? Ich muss in die Waschstraße. Daihatsu aber noch einen langen Weg vor dir. Schau mal, ich runter zur Stärkung in Ferrari Rocher. Nein, danke, ich muss auf Ferrari Rocher in mein Nissan. Der böse Golf wurde nun richtig wütend. Hey, du bist mir vielleicht eine Mazda. Bete schon mal und zünd Kerzen an. Ich werde dich nämlich in den Schneeketten. Radkäppchen lachte, denn es war Sommer und sie 31. In dem Moment war gerade zufällig Prinz Borg war zu Calibra in der Gegend, auch genannt der Rote Corsa. Das Radkäppchen schrie, Esso! Es, hau bloß ab, böser Golf, sonst schieße ich dich mit meinem Quer nieder und dann kannst du im Himmel Reifen schnitzen. Verstehst, die in der Nieder-Querschnitz-Reifen. Und nun zu dir, mein Schatz, darf ich dich tiefer legen? Was heißt da tiefer legen? Du kannst froh sein, wenn ich dir deinen Ketti leck. Ach, Radkäppchen, nur ein Spritzer. Ein Spritzer und in welcher Position? Hey, du wirst doch jetzt nicht erwarten, dass ich dir meine Nummern schilder. Woher kommst du überhaupt? Aus Buff. Dann was machst du beruflich? Naja, ich spiele hauptsächlich mit meinem Chef Roulette. Trotzdem wurden die beiden noch ein Paar. Wie Romeo und Alpha.
Zur großen Hochzeitsfeier wollte sich der Prinz von einem Metzger ein Lamm ausleihen. Aber der Metzger sagte, tut mir leid, ein Lamborghini. Sie konnten sich jetzt jede Menge Chrom leisten und genossen ein Leben voller Lexus in einem 2CV. Und hatten jede Menge Espas. Entegut. Genau so was. Machen wir mal ein bisschen kurz noch was Südamerikanisches. Es gibt so viel Kleidungsstücke, Hemd, Jacke, Hose, Perücke. Da war's für mich interessant, als ich das allerkleinste Kleidungsstück fand. Es war in einer Pfütze am Wegesrand. Es war so klein, ich hab's fast nicht erkannt. Kaulquappensocken, das wäre jetzt euer Part, das sind die Kaulquappensocken. Da sitzen erwachsene, reife Menschen vor mir, sitzen da und singen Kaulquappensocken, da sind die Kaulquappensocken. Wissen Sie, das imponiert mir tatsächlich, weil ich sehe, Sie haben das Kind in Ihrer Seele noch, es ist noch da. Ja? Sie haben noch den Sinn für Schabernack. Ich kenne... Es gibt, wenn du dir mal umschaust, so viele ernste Menschen, die haben so eine Miene und es muss doch irgendwie im Leben immer mal irgendwo eine Luft geben und einen Platz für einen Gaudi, oder? Für einen Schabernack. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt noch gerne ein paar Strophen singen. Es war einmal der kleine Mike und ich nenne ihn in diesem Lied hier einfach nur Mike F., weil er ist ein Bekannter von mir. Ich habe gesagt, Mike, da machen wir natürlich ein Pseudonym, ne? Weil er heißt nämlich eigentlich Mike Fichtinger. Und ich habe gesagt, pass auf, da machen wir Mike F. Und der Mike F. hat in seiner Küche so eine Ablage aus Mahagoni und da hat er jetzt was reingraviert. Da steht jetzt drauf, diese Ablage gehört Mike F. Mike F. Ablage, das ist die Mike F. Ablage. Mike F. Ablage, das ist die Mike F. Ablage. Ja, in der Schweiz warte ich da auf 20 Minuten auf eine Reaktion. Ich sitze im Wartezimmer und schaue Journale wie immer, bevor der Arzt kommt, was lesen. Ich sehe im Playboy ein Wesen, da räkelt sich eine Dame mit Lust. Was ist da los unterhalb meiner Brust? Zeitschriftenständer, das ist der. Letzte Strophe bitte alle mitsingen. Ich tue so gern Fenster putzen, weil Fenster ganz schnell verschmutzen. Ja, und drum nehme ich, wenn's geht, nur beste Putztuchqualität. Ich bin in mein gutes Putztuch verliebt, weil es das beste Putztuch ist, was es gibt. Froschfotzenleder, das ist das. Das ist die Stimmung in Ebersberg heute Abend, meine Damen und Herren. Froschfotzenleder, letzte Runde Guantanamera. 3, 4 und...